und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Ich bin Laura und ich möchte euch heute den Joey Icebin 360 vorstellen. Und zwar ist es ein neuer, nach der ISAS-Norm zugelassener Sitz, ab Geburt bis 105 cm. Ihr wisst, wir empfehlen immer, am Anfang lieber eine Babyschale zu benutzen und dann, wenn die Babyschale nicht mehr passt oder nicht mehr gut toleriert wird, auf den Reboarder zu wechseln. Aber theoretisch ist er ab Geburt zugelassen. Ihr könnt ihn die ganze Zeit über rückwärts gerichtet verwenden. Ihr müsst ihn bis 15 Monate rückwärts gerichtet verwenden, wie das die ISAS-Norm eben vorschreibt. Ab 76 cm darf er auch vorwärts, aber ihr wisst, mindestens 3 Jahre, damit es möglichst sicher ist. So, was ist das Schöne an dem Sitz? Was uns als erstes aufgefallen ist, ist, dass er sich super leicht drehen lässt. Das ist wirklich eine schöne Sache. Es gibt hier eine Sperre drin. Die soll verhindern, dass man das Kind zu früh nach vorne dreht. Wenn ich hier umstelle, okay, mein Kind ist älter als 15 Monate, da habe ich hier so einen kleinen Schieberegler, 15 Monate plus oder eben 0 bis 15 Monate. Am Anfang habe ich eine Sperre, da geht es eben nicht weiter. Wenn ich das umstelle, dann kann ich den Sitz auch vorwärts benutzen. Ansonsten ist es erstmal so von der Konfiguration her, wie ihr das kennt. Ihr habt einen 5-Punkt-Gurt, ihr habt den Sitz mit der Kopfstütze, ihr habt den Sitzverkleinerer. Eine schöne Sache ist, dieser Sitzverkleinerer lässt sich vielfach anpassen und das ist auch alles erlaubt. Das kann ich euch einfach mal zeigen. Wenn wir den jetzt hier mal rausnehmen. Das ist ein komplettes Teil, aber ich habe am Anfang hier einen Keil, der den Sitzwinkel ein bisschen abflacht, wenn die Kinder noch nicht gut sitzen können. Dann habe ich das hier. Wenn mir das dann am Kopf zu eng wird, kann ich das abmachen und kann dann für die Kinder noch eine Weile den Verkleinerer nutzen, der die Sitzfläche ein bisschen enger macht. Und am Schluss kann ich das dann komplett rausnehmen und dann habe ich hier den großen Sitz. Hier hinten ist ein Griff, wo ich einfach drücke und dann kann ich das komplett bis nach oben ziehen und habe eine sehr schöne lange Sitzfläche. Dann hat der Sitz noch was besonders Cooles. Und zwar gibt es hier den Seitenaufprallschutz, den man ausklappt. Ihr seht jetzt, hier ist aber kein Knopf zum Ausklappen, denn der aktiviert sich automatisch. Das heißt, ich kann das auch nicht vergessen. Und das passiert, wenn ich mein Kind anschnalle. Also, ich stecke das hier rein. Jetzt ist es schon rausgeklappt. Ne? Ich kann euch das gleich nochmal von der Seite zeigen, dass ihr das nochmal sehen könnt. Kann das also, ich muss das nicht jedes Mal reinklappen, aber wenn ich es reinklappe, weil ich das irgendwie möchte, dann kommt es eben auch automatisch wieder raus. Das heißt, ich kann es nicht vergessen und habe somit immer den maximalen Seitenschutz. So. Ansonsten habe ich das noch, wie ihr das von anderen Sitzen auch kennt, was eine ganz schöne Sache ist. Ich kann hier an der Seite die Gurte reintun, sodass ich mein Kind dann schön in den Sitz setzen kann. Das Drehen funktioniert über diesen Knopf. Den muss ich auch nicht auf beiden Seiten drücken, sondern ich drücke den einfach von der Seite, von der ich gerade dran komme und kann dann wirklich einfach mit einer Hand das hier drehen. Die Kopfstütze ist natürlich, wie ihr schon gesehen habt, ja wirklich vielfach verstellbar. Und das Gleiche gilt auch für die Ruheposition. Hier vorne seht ihr, dass es 6 verschiedene Positionen gibt. Wie viele Positionen es gibt, ist immer nicht so entscheidend. Meistens benutzt man die am meisten geneigte und vielleicht dann auch mal eine aufrechtere, wenn das Kind wach ist und ein Kind ist, was sich eher daran stört zu liegen. Das kann ich auf jeden Fall hier, indem ich hier mit der Hand drunter greife und den Hebel betätige, einfach verstellen. Und es geht auch sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichtet. Dann hat der Sitz diverse Sicherheitsmerkmale, ist vielfach mit Schaum aufgebaut, sodass ihr im Seitenaufprall wirklich eine lange Fläche habt, die den Kopf eben schön abrollen lässt und schützt. Wie das bei ISAS üblich ist, wird der Sitz mit Isofix eingebaut und er hat einen Stützfuß. Beim Stützfuß und beim Isofix habt ihr natürlich auch Anzeigen, die grün werden, damit ihr seht, ob ihr alles richtig gemacht habt. In dem Fall natürlich hier vorne.
und auch hier unten am Stützfuß ist oben drauf, sodass ihr nicht irgendwo unten im Fußraum suchen müsst, sondern hier oben drauf seht ihr, aha, das ist hier grün geworden, das Feld. Der Sitz ist also richtig eingebaut. Der Eisbin hat selber keinen Anprallbügel, wie ihr das von anderen Sitzen kennt. Das liegt daran, dass er relativ hoch geschnitten ist und eben hierdurch gebremst wird und deswegen keinen extra Bügel braucht. Er hat eine sehr lange Sitzfläche und ist vom Winkel so, dass, so wie wir das jetzt im Moment einschätzen können, die Kinder ihre Beine dort sehr gut einfach nach oben und zur Seite weglegen können. Also alles in allem ist es ein schöner, sicherer Eisseissitz, der leicht zu bedienen ist und der auch vom Preis her natürlich eine ganz ansprechende Sache ist. Wenn ihr noch Fragen zum Eisbin habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr findet alle Kontaktdaten auf www.zwergperten.de und zwar sowohl zu den Läden als auch zu uns im Onlineshop. Bis dahin, wir freuen uns auf euch. Tschüss!